Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind hier im Dorf. Onkel Ralof, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Hört auf eure Mutter, Junge. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass sich keine Soldaten an euch heranschleichen. Das ist gut, mein Junge. Also Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Guckst du mich so behindert an? Als hätten wir genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie der Berg aus dem sieht Nichts, cool aus. Griff ein Drache an. Als euer Freund es mir erzählte, konnte ich es zunächst auch nicht glauben. Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Sonne untergeht. Denn es wird gerade ziemlich dunkel. Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Okay. Was könnt ihr mir über Jarl erzählen? Wie bekomme ich hier noch was laut? Hä? Okay. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Okay. Dann nehmen wir uns Brot, bla, Halskette. Okay. Honig, Brau, Met, okay, Met. Horkerfleisch, keine Ahnung, was das ist. Karotte. Nordmet. Roter Apfel. Silberring. Zaubertrank der Heilung. Gut. Was könnt ihr mir über Jarl erzählen? Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. Hey, da hinten fliegt was. So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisif bevorzugen würde. Was ist Elisif? Sie ist wohl jetzt Jarl, Elisif. Sie hatte den obersten König Torrik geheiratet, kurz bevor Ulfric ihn tötete. Das Kaiserreich unterstützt ihren Anspruch auf den Titel der Großkönigin. Ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihr Gatte Torrik sich vom Kaiserreich hat kaufen lassen. Aber sie ist nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun da Torrik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Ulfric hat den großen... Es gibt...
Das ja. Manche sagen ermordet, aber es war eine legitime Herausforderung, gemäß unserer Bräuche. Ulfric schimpfte ihnen einen Verräter an Himmelsrand und hat ihn in einem Duell getötet. Wenn Torik nicht imstande war, seinen Thron zu verteidigen, hat er es auch nicht verdient, Großkönig zu sein. Also gibt es momentan keinen Großkönig. Nein, so lange nicht, bis die Volksversammlung einen anderen bestimmt. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Aber macht euch keine Sorgen. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. Okay. Sind hier wieder... Ja, komm, wie komme ich nach Weißlauf? Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Okay. Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Ich bin froh, dass Ralof hilft, sie von hier zu vertreiben. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich mich vielleicht sogar selbst in die Schlacht gestürzt. Aha. Ja, ich denke, da schauen wir doch. Mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Gut, dann gehen wir doch mal zum Schmied. Ja. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst. Aber ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Also irgendwie habe ich gerade... Um mich keine Sorgen. Halt doch mal die Fresse, ich will mal reden. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass die Gespräche manchmal so kurz abhacken. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Ja, komm, mach eigentlich. Was soll ich denn jetzt tun? Stirb, Nates. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja, es wird gerade tatsächlich Nacht. Cool. Ich wusste nicht, dass es hier Tag und Nacht gibt. Aber wäre auch logisch gewesen. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Danke. Und was soll ich jetzt tun? Nach Windhelm. Und wie komme ich dorthin? Also ich schaue mich mal kurz in der Stadt ein bisschen herum. Mit E öffne ich die Tür. Was ist hier? Eine Ladezeit. Yay! Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Macht nichts. Okay. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Verkauft ihr könnt jetzt gerne hier einkaufen. Aber... Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay. Waffenbücher. Gegenstände über den Trenntisch gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trenntisches gehören dir. Um einen Gegenstand zu verkaufen, zu kaufen. Zu kaufen, wähle ihn aus. Drücke, um einen Gegenstand zu kaufen oder verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. Ja. Ah, okay, Tab. Waffen. Aha. Eisenschwert. Axt. Ich glaube, das ist alles meins, oder?
Diadem, Zaubertränke, Bücher. Was habt ihr zu verkaufen? Krimskrams, solche Sachen. Ja. Ja, warum kann ich denn die Bücher nicht auswählen? Ja, okay, tschüss. Junge, ich kauf nichts. Du bist unfähig. Weg. Begeben wir uns doch mal nach Wind irgendwas. Ich zieh mal mein Schwert. Sicherheitshalber. Kann ich durchs Wasser gehen oder werde ich da sterben? Also ich werde nicht vom Wasser sterben, aber vielleicht werde ich doch von den Fluten mitgerissen oder was weiß ich was. Ich bin jetzt lieber vorsichtig. Seit dem letzten Mal. Ich mag es irgendwie nicht, in der Nacht zu reisen. Gefällt mir nicht so. Ich hoffe, ich gehe richtig. Jetzt soll ich dorthin? Ja, glaub schon. Ich bin ganz ehrlich gerade ein bisschen aufgeregt. Dorthin. Oder? Ey, cool. Und wenn ich das Mausrad drehe, dann kann ich auch rauszoomen. Das wusste ich auch nicht. Warte, ich erlege mal das. Objekte. Waffen. Und den Langbogen ausrüsten. Jetzt Tab. Okay. Komm. Vorsichtig. Oh nee, renn doch nicht weg. Nein, du blödes Vieh. Komm her. Komm. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wie man den Bogen abbricht. Hä, wo ist es denn jetzt hin? Komm, du kriegst einen Header. Was? Stirb. Ey, Beschiss. Komm. What the fuck? Ah, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Ey, da ist noch ein. Oder ist es ein Wolf? Ich glaube, es ist ein Wolf. Bam. Ja, das ist ein Wolf. Komm, dich töte ich. Ah, ich habe aber nicht mehr so viele Pfeile. Ich denke, ich werde das Schießen doch lieber lassen. Ey, nee. Waffen. Eisenaxt, kaiserliches Schwert. Hier. Nehmen wir doch lieber das Schwert. Gut. Gehe mal diesen Weg entlang. Ich hoffe, ich gehe richtig. Aber laut Pfeil schon. Oh oh, ich höre Wölfe heulen. Und da kommt auch einer. Ich hab's gewusst. Stirb, du Hurensohn. Und tot. Loser. Jetzt. Komm. Reißen wir dein Fell ab. Mistvieh. Okay, weiter geht's. Ich muss vorsichtig sein. Ich hoffe, es wird bald Tag. Uiuiui. Aber ich denke, ich gehe richtig. Ich warte schon auf den nächsten Wolf. Der wird sicher bald kommen. Bin ich mir sicher. Ey, da ist doch schon das Dorf, oder? Ah, und da sind auch Menschen. Das war doch gar nicht so weit weg. Ich dachte, das ist ein bisschen weiter weg. Hallo? Seid ihr lieb? Kann ich mit euch reden? Renn doch nicht weg. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Okay. Was macht ihr? Ich
schaue ich trotzdem zu. Ich gehe weg, ich gehe weg. Kommt er zu mir? Ey, was macht ihr? Was seid ihr für welche? Was macht ihr? Was macht ihr mit diesem Jungen? Okay. Kommen die zu mir? Ich glaube, ich sollte ihn befreien. Ist das ein Fehler, wenn ich die jetzt töte? Ach, ich mach's einfach. Komm, nicht blocken, du Hurensohn. Sei keine Pussy. Ich werde gewinnen. F. Ich sehe nichts. Komm. Ja, gut. Du bist tot. Du. Oh. Scheiße. Oh, 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 oh. Ich hoffe, das war kein Fehler. Nein, nein, nein. Scheiße. Du solltest einen Trank trinken oder einen Heil zu erholen. Depp. Was haben wir? Objekte. Bücher, sonstiges. Bernpress. Dietrich. Ja, das bringt uns jetzt alles nichts. Scheiße. Ah, Zaubertränke. Zaubertrank der kleinen Heilung. Ja, das brauchen wir. Noch ein. Noch ein. Okay. Jetzt seid ihr dem Tod geweiht. Stirbt. Bitches. Ist das jetzt welche vom Dorf oder die Soldaten? Bin ich schon wieder fast tot? Ich glaube, ich renne. Ich renne, ich renne. Ah, aber ich habe ein neues Level erreicht. Ey! Ich bin gleich tot. Nein! Du Fickgesicht! Warum? Hä? Hätte ich die jetzt schlagen sollen oder nicht? Ich kapier's nicht. Ja, jetzt ist alles wieder resettet. Ach man. Ich bin jetzt richtig gespannt, wo ich spawne. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl. Oh oh, bitte nicht im Dorf. Das geht mir schon am Arsch. Ich glaube, ich weiß, wo wir spawnen. Das war doch klar. Toll. Habe ich wenigstens noch meine Waffe? Ja. Wieder das Hühnchen. Gut. 40 Kopfgeld hinzugefügt zu Weißlauf. Letzter Zeuge getötet. 5. Was? Was bedeutet das schon wieder? Okay, ich stecke mein Schwert rein und laufe. Okay, ich glaube, man sollte diese nicht töten. Das war, glaube ich, nicht sehr schlau. Ja, der Hirsch ist wieder da. Ist mir egal. Mann, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Weil ich wusste nicht genau, was ich tun sollte. Hätte ich einfach zuschauen sollen? Aber dann hätten die den doch getötet, oder? Ich verstehe das Ganze nicht. Hm. Ich werde das mal so stehen lassen. Und werde keinen Cut machen. Ey! Oh, wow, scheiße, scheiße! Du Hurensohn-Wolf! Ah, stirb, du Bitch! Ich habe ganz vergessen, dass der da ist. Nein! Stirb, du Trottel! Boah, mich hat's gerade richtig gerissen. Ach, du Scheiße. Richtig. Da unten sind die wieder. Die werde ich aber jetzt nicht angreifen, sondern werde einfach hier runter gehen. Das ist, glaube ich, das Beste. Oder? Oder bin ich gerade falsch gegangen? Fuck! Nee. Ich gehe einfach mal zu diesem Haus und schaue, was dort ist. Oder besser gesagt, zu dieser Windmühle. Ah, hier ist ein Haus. Was ich gar nicht.
Also in diesem Haus hier. Das ist ein Stall, glaube ich. Ja, ein Stall. Also hier kann ich nichts tun. Du? Wer bist du? Kann ich mit dir reden? Hallo? Ja. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Was hat hier das... Wer hat hier das Sagen? Wer sind die Gefährten? Wer hat hier das Sagen? Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Ria. Das sind Ayela, Skior und die Brüder Farkas und Vilkas. Kotlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Wer sind die Gefährten? Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Bruder. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Ah, und das macht dich stolz, Leute zu töten. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kotlak und Skior 101 Ork-Berserker besiegt haben? Nee. Skior sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Aha. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Alea, die Jägerin. Und was spackt da gerade? Hä? Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Aha. Was ist ein Schildbruder? Von hier, was? Nee. Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das ist aber interessant. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kotlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Jorvaska! Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ja, und wie komme ich dorthin? Sprich mit den Angeführten. Der Gefährten. Okay. Dann werde ich das tun. Wer bist du? Ich bin hier, um zu helfen. Boah, was siehst denn du aus? Richtig arg. Warum habt ihr euch denn auf wessen Seite steht hier im Krieg? Wer sind die? Kann ich den Gefährten beitreten? Ach, du laberst doch eh nur. Bis zum nächsten Mal, ja. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Sollte ich euch folgen, oder? Ich gehe mal dem Pfeil nach. Die Frage ist, wo mich der Pfeil hinbringt. Oh, das Wasser sieht schön aus. Ja, das ist gut gelungen. Stelle von Weißlaufen entdeckt. Aha. Ich soll darüber. Was ist dort drüben? Ah, das ist das Ziel. Hier wird es mir auch angezeigt, hier. Die Frage ist, wie ich dort drüber komme. Das wird interessant. Rüber. Ah, hier ist ein Tor. Sehr gut. Sehr gut. Und dann gehen wir hier hoch. Und das bringt uns nichts. Yay! Zeitverschwendung. Oder? Oder? Bringt uns das was? Nee. Nichts. Okay, dann gehe ich mal da durch. Könnte ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Nein, ernsthaft, wie komme ich da hoch? Hä? Über den Stein kann ich ja nicht rüber. Da hoch kann ich. WTF? Oder muss ich da hochspringen einfach? Ah, ja, hochspringen. Und hier bin ich gefangen. Yay.
Boah, mich hat's gerade gerissen. Okay. Wie man vielleicht in der Aufnahme hört, der Timer hat zugeschlagen. 25 Minuten sind um. Das heißt, der dritte Part, glaube ich, von Skyrim ist vorbei. Wir beenden den Part hier in diesem kleinen Gefängnis, in einer Ruine. Denke ich, dass es eine Ruine darstellen soll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es doch mit einem Daumen hoch. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich ja abonnieren. Und sonst sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Dann heißt es, los geht's oder weiter geht's mit Skyrim. Und zwar mit dem vierten Part. Euer MSDLP und tschö.